heute laufen sie aber schön. Habt ihr Hunger? Hey, was geht? Guck mal, wie schnell die sind. Mal der Nase nach. Geh mal dahin. Komm, du kennst den Weg. Da immer geradeaus. Oh, Stau. Ist Stau hier. Nee, geh mal viel weiter. Nee, nicht an die Äpfel. Für dein Vulkan. Ja, das ist das Wichtigste. Der ist nämlich etwas nicht. Nur schmeiß ich einmal rein, dann komme ich besser ran. Ja, warum kriegt Vulcano extra? Vulcano ist ein bisschen mäglig. Damit wir ihn bei Laune haben, kriegt er mal ein bisschen extra. Oder? Das ist unsere Diva. Ja, jeden Abend vor der Vorstellung bekommen sie einmal noch ein bisschen Hafer. Damit sie schön kräftig in die Vorstellung reingehen. Ja. Und ihren Job erledigen. Das geht hier, zack, zack. Du kriegst auch. Ja. Vorsicht, Pferd macht schon einen langen Halt. Habt ihr ungefähr eine Idee, wie viel ihr so verfüttert im Jahr, pro Saison? Ja, zur Zeit geht es ja los mit den Äpfeln und dann kriegen sie so mal 3 Kilo oder so höchstens. Gerade jetzt, die Äpfel sind nicht ganz reif, ist ein bisschen weniger. Das ist das kleine i-Tüpfelchen, was sie bekommen. Die Kollegen, die alle mitspielen, die bringen die oft von zu Hause mit, weil sie keine andere Verwendung haben und die Pferde freuen sich. Also Vulcano, der ist ein bisschen neblig. Ich weiß schon, dass er unser Star ist. Wenn er nur Hafer kriegt, dann wartet er und dann guckt er so lange, bis er sein Müsli kriegt und dann frisst er es. Hafer ist normal und Müsli, das ist einfach getrocknetes Grünes, ist ein gewalzter Mais und ein bisschen Gerste mit drin. Und das schmeckt dann besser, oder? Das schmeckt besser, ne? Also für ihn. Für ihn, ja, okay. Ja, früh übt sich, wer so ein Star ist, ne? So, und was ist jetzt? Jetzt machen wir Pause. Jetzt haben die Pferde eine halbe Stunde Pause. Damit die in Ruhe essen. Die können in Ruhe fressen und dann beginnt die Vorbereitung. Also die Pferde werden dann abgeputzt, gesattelt und leicht abgeritten, damit gehen sie rüber in die Vorbereitung für die Vorstellung. Damit die auch so genau ihre Rituale haben. Ja, sind die wichtig? Nee, das Pferd, genauso wie wir beim Fressen, brauchen sie ein bisschen Ruhe. Also die halbe Stunde ist schon Minimum, was sie haben müssen. Die kriegen nicht so viel Hafer. Und dann werden sie nur ein bisschen gelöst, damit sie nicht schon entspannt sind. Weil die Kollegen Schauspieler sind ja alle in der Maske und im Kostüm allem und dran. Außer unserem Bastian. Der kommt jeden Tag selbst und macht sein Pferd selbst fertig und reitet ihn ab. Sind sie unten und warten, dass das Pferd in Position steht, damit sie gleich losreiten können und ein Stück anfängt. Ja, klar. Ach, schön. Ja, die Auswahl hier in der Sattelkammer ist ein bisschen begrenzt, leider. Hier stehen nämlich sämtliche Striegelkästen und man kann jeden Tag sich nehmen, welchen man möchte. Und ich möchte ja jetzt zu meinem Liebling, zu Vulcano. Und da bräuchten wir eigentlich einen Mähnenkamm. Aber wie man sieht, ist da kaum einer. Also nehmen wir einen, wo viele Bürsten drin sind. Der ist gut. Den nehmen wir jetzt mit. Und dann gucken wir mal und hoffen auf den Hauptdarsteller, weil der hat meistens auch noch welche dabei. Ihr seht schon, die schlafen hier noch alle so fröhlich vor sich hin. Hey, Digga. Na? Mach mal die Matik. Das ist er. Ja, du? Den kennt ihr schon, ne? Das ist er. Na, Schatzi? Du siehst ja gut aus, du. Ja. Du hast ja richtig was zu tun hier. Das war dreckig, Leute. Du, Pony? Ja, mach den mal hier weg. Drecksding ab. Ja. Guten Abend. Ja, ich habe alles dabei. Das ist gut, weil das ist nicht so wirklich toll. Nee, deswegen habe ich hier... Aber ich kann dir immerhin beim Dreck beseitigen helfen. Ich bin mit Pferden groß geworden. Da hieß das, man muss immer hier einen Striegel nehmen und immer schön einmal das ganze Fell aufrauen und den ganzen Dreck runterholen. Okay. Und dann mit einer Bürste oder Kapetsche, wie sich das nennt, dann wieder glätten. Jetzt habe ich aber gelernt, neuerdings, dass man das nicht mehr macht. Ja. Sondern? Sondern nur noch guckt, dass man so das gröbste Zeug runterholt. Weil das natürlich ein natürlicher Schutzschild ist.
Insekten und also Zeug. Aha. Jetzt haben wir aber hier heute ein Pferd, was sehr verdreckt ist. Was mega dreckig ist und deswegen hat er Pech gehabt und man muss leider ein bisschen hier dieses Zeug anrauen und abmachen. Das geht auch nie wieder ab, glaube ich. Aber was hast du denn hier gemacht, Vulcano? Dein ganzer Hintern ist völlig versandet. Es gibt dann die Möglichkeit, dazu müsste ich dann eher kommen, dass er einmal kurz überlackiert wird auch noch. Hier ist er auch immer gerne. Also hier haben wir heute keine Chance. Oh. Da hat er sich bekleckert. Aber dafür gibt es die Geheimwaffe. Glanzspray. So. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Ach, guck mal. So, und das machst du jeden Abend? Tatsächlich mache ich das jeden Abend. Warum machst du das als einziger selber? Weil ich glaube, dass das unheimlich gut ist für die Bindung. Das stimmt. Und es ist dann irgendwie ein schönes Ritual. Erst meine Haare, dann seine. So. Mein Schatzlein. Das ist jetzt Automobil und Motorrad. So ähnlich wie Chrompolitur. Nein, das ist extra Mähnenstriegel mit Fellglanz. Fell, Mähne und Schweif ganz einfach fliegen. Kein Verdrehen des Langhaares, kein Verdrehen. Keine Knoten und verlesen mehr. Gibt es einen Glanz? Naja, was heißt denn verlesen? Ausgewählt, würde ich sagen, nicht verlesen. Ich habe nicht zugehört, muss ich gestehen. Man muss eigentlich den Schweif verlesen. Einzeln? Ja. Mit Sprüh bitte nicht meine Haare ein. Das glänzt das, wunderbar. Das passiert wie mit jedem der 30 Pferde gerade. Einmal. Parallel zu uns. Ja. Ich glaube, es sind nur 27. So. So. Musst du eben zumachen. Kram fertig. Oh ja, da. Was gibt's denn? Komm noch ein Pferd. Jetzt kommt noch ein Pferd. Alles gut. Ja, ich beeil mich. So. Kann ich euch das mal zeigen? Was ich meine? Machst du ihn jetzt zu eng absichtlich? Nicht zu eng. Irgendwann muss ich ja nachgurten. Es gibt so eine Grundgürtung, sodass der Sattel nicht runterrutschen kann, wenn er irgendwo steht. Ja. Und das passiert genau dann, genau bei diesem Loch. Okay. Ist auch für ihn in Ordnung. Und wenn ich jetzt ein bisschen mehr mache. Ja, oh, ja, das sieht man. Ja. Nee, das meine ich nicht. Das ist der Vorführer. Guck mal, jetzt guck mal. Jetzt, das ist der Blick, der sagt: Junge, das es reicht, wir müssen nicht mehr. Ne? So. Deswegen mache ich es wieder lockerer. Ich sehe, wie du deine optimal einstellen kannst. Aber wir müssen alle den Gürtel enger schnallen, Vulcano. Das ist nun mal so. Und das ist jetzt hier sehr locker. Normalerweise ist der Blick auch noch genervter. Das ist so. Geht los! So. Müssen wir mal ein bisschen enger machen? Als der Vulcano. Das liegt an den Beinen. Also dann, los geht's. Ja, wir müssen leider zu Fuß hinterher. Aber der Liebe ist Gott sei Dank weg. Spann jetzt den Wagen an. Ruhig. Hm? Geht's? Alles gut. Was muss man denn da jetzt beachten, Rainer, bei so einem Geschirr? Jetzt machen wir bloß die Pferde, wenn angespannt, das heißt, die Leine wird überkreuzt gemacht. Ja. Damit sie links und rechts auch rumkommt. Die Stränge werden angemacht, mit denen das Pferd bewahren zieht. Dieser Luke sieht alles, du siehst ja. Er guckt ganz aufmerksam in die Kamera. Er ist auch das erste Jahr dabei. Ja. Und da ist immer alles sehr. No. Ich glaube, ist er ausgeglichen. Ist er ausgeglichen? Ja, no, richtig. Komm her. Au, oh, jetzt wird's aufregend. Ist das jetzt blöd, dass das hier so matschig ist?
Bei der Wahl müssen Sie nicht so viel spät. Das kennen Sie auch. Das kennen Sie. Warte mal. Wie machst du das Tor bitte mal auf? Ich mach das jetzt nicht wie Marco mit dem. Du musst ein bisschen weiter vorkommen, damit wir so ein bisschen das Gewicht haben. Damit, so? Das ist eine Einachse, damit wir gucken, wo das Gewicht hin ist. Okay. Komm. Lauf für uns! Yay! Ja, schade, aber Mai war eine nette Kollegin. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich musste unbedingt noch mal. Schön, das war das letzte Mal. Ja, man verliert halt so schnell Passagiere. Ist halt im Leben auch nicht so einfach, aber eine Moderatorin gibt's ja genug. Hopp! Da wollten sie lieber geradeaus. Hopp! Das Outfit ist jetzt ruiniert. Aber das macht nichts. Einen leichten Wagen, wenn wir einen schweren Wagen haben, das ist für alle anstrengend. Frag mal die Kollegen, die mal den Berg hochlaufen. Oh ja, das ist echt anstrengend. Guck mal, jetzt bin ich ganz sandig hier. Dann ist es ja witzig, eine Frontscheibe. Ja, das finde ich gut, das finde ich super. Frontscheibe und dann geht's los. Ja, dann wollen wir sie abspannen und dann... Ja, wir gehen rüber und stellen eine Ausgangsposition für heute Abend. Sehr schön. Hopp! Ach so. Ich dachte, wir spannen hier ab. Ja, klar. Wow! Pferdepups! Das habt ihr ganz toll gemacht. Ganz fein habt ihr mich gefahren. Vielen Dank. Sehr schön, seid ihr auch beide auch verpufft. Dieser Sand, der ist ganz schön hinterhältig. Also, wenn es nass ist, geht es noch. Aber wenn man trocken ist, wenn der Wagen einsackt, und gerade wenn man so einen Wagen hat, der mit zwei Achse, da fährt man vorne eine andere Spur wie hinten. Das zieht sich ganz schön schwer. Und jetzt sind wir dazu gekommen, einen schön leichten Wagen zu bauen. Das ist für die Pferde auch wesentlich angenehmer, gerade weil wir den Berg immer hochfahren müssen. Der Wagen, die Kutsche, da läuft zum Beispiel viermal, das ist schon anstrengend für den Pferd. Ich glaube, bei euch habe ich auch sehr viele Äpfel heute reingepackt. Die sind schon weg. Die sind schon weg, haben sie schon gleich entdeckt? Die haben die großen reingepackt. Ach so. Wir brauchen jetzt viel Platz. Das bin ich. Ja. Oh, skrupellos. Wie im wahren Leben. Tiefgläubig. Was schreit ihr hier so herum von Fürth? Schaut her! Meine neueste Errungenschaft! Ein Streitwagen! Schon der Sonnengott Helios ist damit über das Himmelsgewölbe gefahren. Sein Streitwagen diente meinem als Vorbild. Sehr gelungen, nicht wahr? Ja, ein gesiegeltes Schreiben der Hanse zu Hamburg.